Strahlende Lichter, weihnachtliche Atmosphäre, ausgelassene Stimmung. Nach Corona-bedingter Zwangspause finden Weihnachtsmärkte wieder ohne Einschränkungen und Auflagen statt. Alles wirkt wie immer und ist irgendwie doch ganz anders. In Hannover treffe ich mich mit Ministerpräsident Stefan Weil zu unserem traditionellen Weihnachtsinterview. Ja, Herr Weil, endlich können wir uns tatsächlich mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Und ich muss sagen, es sieht tatsächlich auch alles so aus wie immer. Alles hell erleuchtet, bunte Lichter überall. Ich frage mich nur, können wir das in diesem Jahr eigentlich so richtig genießen oder müssten wir da vor dem Hintergrund der Energiekrise nicht auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben? Ach, ich genieße es schon. Wenn man genau hinschaut, dann ist es überall ein bisschen weniger, als das sonst der Fall gewesen ist. Aber ein Weihnachtsmarkt im Dunkeln, das ist ein Widerspruch in sich. Und nach all dem, was über die Jahre hinweg auch nicht stattfinden konnte, sollte man das auch mal genießen dürfen. Wir haben natürlich neue Probleme, aber das Leben, das soll man zwischendurch auch immer noch mal ein bisschen genießen, finde ich. Ja, nun scheint ja ohnehin die ganze Welt gerade irgendwie Kopf zu stehen. Wie wichtig ist es denn da für Sie, gerade an solchen Traditionen noch festzuhalten? Ist es tatsächlich. Es gibt ja den Satz, Menschen brauchen Rituale und da ist auch was dran. Wir brauchen ja so bestimmte Orientierungspunkte, Leitplanken in unserem Leben. Und Weihnachten gehört für die meisten und für mich persönlich auch mit dazu. Und zu Weihnachten wiederum gehören auch Weihnachtsmärkte. Und deswegen bin ich wirklich gerne hier. Deshalb stürzen auch wir uns ins Getümmel, versuchen das weihnachtliche Treiben zu genießen, so gut es eben geht. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe zumindest trotz dieser ganzen besinnlichen Stimmung irgendwie ein mulmiges Gefühl. Also ich meine, wir haben jetzt wieder Krieg in Europa, die Preise steigen, man blickt so ein bisschen auch in eine ungewisse Zukunft. Haben Sie da momentan einen Plan, wo es künftig lang geht? Also es ist wirklich ein schweres Jahr gewesen. Und der russische Überfall auf die Ukraine hat ja ganz viel Sicherheit auch nicht mehr aufkommen lassen, die wir jahrzehntelang hatten. Das ist, finde ich, ein echtes Problem und dafür gibt es jedenfalls Stand jetzt auch noch nicht das Patentrezept. Und auf der anderen Seite, wir stellen fest, dass wir jetzt bei den Energiepreisen vorankommen. Der Energiepreisdeckel ist noch in diesem Jahr beschlossen worden und der wird fürs nächste Jahr viel Planungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Unternehmen geben. Und die Sorgen wegen der Versorgung mit Energie im Winter, die sind viel, viel kleiner geworden. Da können wir im Moment wirklich sehr zuversichtlich sein. Also es hat sich auch Gutes getan und ganz nebenbei, wir reden in diesem Jahr gar nicht mehr so sehr über Corona und das ist doch ein echter Fortschritt, oder? Ja, das ist zumindest mal was anderes in diesem Jahr. Wie gehen Sie denn aber generell mit der enormen Erwartungshaltung um, die da an Sie gerichtet wird? Jedem können Sie es da ja gar nicht recht machen. Nein, das ist so. Und wir haben ja einen wirklich schweren Landtagswahlkampf auch gehabt. Und zwar gar nicht so sehr wegen Kritik an zum Beispiel der Landespolitik, sondern wegen der Unsicherheit und der Ratlosigkeit, die ja überall mit den Händen zu greifen gewesen ist. Und ich habe den Eindruck, dass in den letzten Wochen das sich schon ein bisschen mehr Richtung Gelassenheit wieder verändert hat. Es ist klar geworden, der Staat lässt die Bürgerinnen und Bürger nicht im Regen stehen. Es wird wirklich viel passieren und wir wissen alle miteinander, viele Probleme nehmen wir mit ins nächste Jahr, aber wir werden das schaffen, da bin ich persönlich absolut überzeugt. Vorher halten wir in all dem Trubel aber auch in diesem Jahr noch mal kurz inne, lassen die vergangenen Monate Revue passieren. Ja, auch 2022 war ja wieder ein echtes Krisenjahr, dann noch gepaart mit der Landtagswahl. Wie viel Nervennahrung ist da für Sie in diesem Jahr fällig gewesen? Wenn Sie an mir runtergucken, würden Sie sagen, so ein bisschen schon. Ich habe wirklich sehr viel gearbeitet in diesem Jahr. Aber mir ist es so gegangen wie in den anderen Krisen auch. Da stellt sich nicht die Frage, ist das eigentlich sinnvoll, was du machst? Sondern es ist wirklich ja, eine Arbeit, die auch zutiefst zufriedenstellt. Der Landtagswahlkampf war schwer, weil wenn man Tag für Tag in die Augen von Menschen guckt, die sich wirklich große Sorgen machen, das ist keine Freude und das perlt ja auch an Politikern nicht ab. Aber ich bin sehr sicher, ebenso wie in den anderen Krisen, die wir ja in den letzten Jahren miteinander durchstehen müssen, am Ende werden wir in Niedersachsen gut durch die Kurve kommen. Wir haben einfach so viele Leute in unserer Gesellschaft, die mit anpacken, das macht dann auch Spaß. Wie viel Zeit hat man denn da aber auch persönlich so ein bisschen auf sich selber zu achten? Also in diesem Jahr unterdurchschnittlich wenig. Ich arbeite normalerweise immer viel, aber in einem solchen Wahljahr, da bin ich dann permanent unterwegs und jetzt freue ich mich ehrlich gesagt auch auf Weihnachten, dass ich ein bisschen runterkommen kann. Ich habe wirklich frei auch mal 2 Wochen und das brauche ich auch. Als Landesvater muss Stefan Weil aber eben nicht nur auf sich selbst achten, sondern auch auf alle anderen.
Ja, viele Familien in Niedersachsen wollen ja auch in diesem Jahr wieder unbeschwerte Weihnachten genießen, gerade zu den Feiertagen zumindest mal so ein bisschen Ablenkung von all den Sorgen und Nöten haben. Aber vielen ist das eben nicht mehr möglich und dabei sind das auch nicht unbedingt nur noch sozial schwache Familien, sondern tatsächlich auch ganz andere. Da scheint ja im Augenblick so ein bisschen auch was aus den Fugen zu geraten, oder? Na, es ist so, wir haben schon lange nicht mehr so eine hohe Inflation gehabt. Das sind ja über 10% in den letzten Monaten gewesen. Das merken natürlich gerade Menschen mit dem kleineren Geldbeutel noch viel stärker als andere. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr sehen werden, dass alles das, was im Moment so an Anstrengungen stattfindet, dass das auch Wirkung zeigt. Und vor allen Dingen diese ganzen riesigen Preissteigerungen, unter denen viele Leute ächzen, das ist eine Folge auch des russischen Angriffs auf die Ukraine. Daran muss man immer wieder erinnern. Und was vielleicht zu Weihnachten auch dazu gehört, ist einfach der Wunsch, dass dieser furchtbare Krieg möglichst schnell aufhört und sich die Russen wieder hinter ihre eigene Grenze zurückziehen. Was können Sie denn generell tun, um ja, all diesen Familien, all den Menschen, denen es jetzt eben nicht so besonders geht, unter die Arme zu greifen? Na, wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine große Wohngeldreform beschlossen. Menschen, die Sozialtransfers erhalten, die sind relativ abgesichert. Aber diejenigen mit einem kleinen Einkommen, aber oberhalb der Grenzen für Sozialleistungen, die haben es im Moment besonders schwer. Und gerade für diese Gruppe steht künftig ein wesentlich höheres Wohngeld zur Verfügung. Das sollte dann tatsächlich auch helfen, dass gerade nicht so gut verdienende Menschen gut durchkommen werden. Für den Moment lassen auch wir es uns gut gehen. Immer aber in der Gewissheit, dass viele liebgewonnene Gewohnheiten nicht mehr selbstverständlich sind. Wie anders wird Weihnachten in diesem Jahr? Ach, ich weiß es nicht, was mich persönlich angeht. Und wir zu Hause, wir machen das eigentlich wie jedes Jahr. Da ändert sich auch nichts. Wir müssen uns auch nicht Gedanken darüber machen, ob wir die elektrischen Kerzen anmachen oder auslassen, weil wir eigentlich sowieso immer mit Wachskerzen den Tannenbaum schmücken. Aber ich glaube, wenn ich zum Beispiel denke an die über 100.000 Menschen aus der Ukraine, die jetzt in Niedersachsen sind, mein Gott, die werden kein schönes Weihnachten wahrscheinlich haben. Die werden in vielen Fällen sehr traurig sein, sich nach Hause sehen, Angst haben um ihre Angehörigen, die dort im Krieg sind. Also das ist schon eine große Veränderung. Ja, für viele Menschen ist ja auch gerade dieses Jahr, glaube ich, ganz, ganz gut, wenn es zu Ende geht. Ich glaube, viele sehen sich auch nach dem Ende des Jahres. Aber wie wird es im nächsten Jahr weitergehen? Können Sie da so einen kleinen Ausblick geben? Also wenn man mal die letzten Jahre zurückschaut, dann war jede Prognose falsch. Mein Wunsch ist, dass wir erleben werden, dass wir möglichst schnell wieder Frieden in Europa haben werden. Ich bin sicher, dass wir Stück für Stück Fortschritte machen werden bei der Energieversorgung. Und dass die alte Sicherheit wieder da ist. Ich bin inzwischen auch wieder etwas zuversichtlicher, was zum Beispiel die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung angeht. Und davon hängt ja für viele Menschen in Niedersachsen ganz viel ab. Und vor allen Dingen, ich glaube, wir können auch die Hoffnung haben, dass diese ganzen großen staatlichen Anstrengungen, die Preise zu dämpfen, dass die auch Wirkung haben werden. Also ich gehe eigentlich recht zuversichtlich ins nächste Jahr. Und das ist eigentlich mit das Beste, was man einem neuen Jahr wünschen kann, dass es ein gutes wird. Ja, wünschen wir uns auf jeden Fall das Beste. Ihnen auf jeden Fall frohe Weihnachten und ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Ministerpräsident Stefan Weil. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von RTL Nord. Ich wünsche Ihnen richtig schöne Weihnachten. Ich wünsche Ihnen nach einem schweren Jahr eine gute Zeit. Weihnachten, die Sie gemeinsam mit der Familie, mit Freunden und Bekannten feiern können. Aber vielleicht denken Sie auch an diejenigen, um die wir uns alle miteinander kümmern müssen. Ich habe eben gerade gesagt, denken wir zum Beispiel an die vielen Menschen aus der Ukraine, die diese Weihnachten in Niedersachsen feiern müssen, obwohl sie wahrscheinlich viel lieber zu Hause wären. Also in diesem Sinne, uns allen miteinander eine gute Zeit und dann blicken wir frohgemut nach 2023. In Niedersachsen sind wir eine starke Gesellschaft. Das haben wir in den letzten Jahren bewiesen, das werden wir auch im nächsten Jahr beweisen. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss. Noch mehr spannende Talks mit unseren Landespolitikern findet ihr hier auf diesem Kanal. Am besten jetzt schnell abonnieren oder ihr schaut einfach mal ganz klassisch unsere Regionalsendung im Fernsehen an. Immer montags bis freitags zeigen wir euch um 18 Uhr jede Menge informative und unterhaltsame Geschichten aus Niedersachsen und Bremen. Einschalten lohnt sich also. Bis dann.